Zugegeben, die St. Agatha Kirche in Breinsbach ist jetzt nicht gerade der Stephansdom, aber sie hat alles, was ein richtiges Gotteshaus braucht. Und genauso ist es auch mit dem SsangYong Tivoli. Der ist kein Jeep, aber um 21.000 Euro erhielt man einen Allradler, der eigentlich alle Stückerl spielt. Grund genug, dass wir uns das mal genauer anschauen. Die südkoreanische Marke ist in unserem Breitengrad zwar kaum bekannt, aber vielleicht können wir das in M4 Motor ändern. Das Design des 4,2 Meter Kompakten geht zwar ein wenig ins Rustikale, aber es ist zweckmäßig. Und genauso sollte man den Tivoli auch betrachten. Er wurde für Menschen gebaut, die viel Auto für wenig Geld haben wollen. Der Kofferraum fasst 423 Liter Gepäck, die Sitze lassen sich ganz einfach im Verhältnis 40:60 umlegen. Das Cockpit beherbergt alles, was man im Fahralltag so braucht, ordentliche Sitze zum Beispiel, auf Wunsch sogar mit farbigem Leder. In der von uns getesteten Ausstattungslinie Go gibt's beispielsweise rundum Fensterheber, Tempomat, Freisprecheinrichtung und einen vernünftigen Radio mit USB-Eingang. Aber mich interessiert vielmehr, wie sich dieser günstige Koreaner fährt. Wie gesagt, der Tivoli wurde für Nonkonformisten gebaut, die Autos handhaben wie einen Mixer oder einen Haarföhn. Einschalten, benutzen, ausschalten. Und das kann der SsangYong perfekt. Fehler leistet sich das kompakte SUV in der Praxis nämlich so gut wie keine. Also eines kann man den Koreanern nicht vorwerfen, dass sie an den falschen Stellen gespart hätten. Es ist total interessant, was sich SsangYong überlegt hat, an Ausstattungsdetails einzubauen. Es gibt zum Beispiel keine Temperaturregelanzeige im klassischen Sinn mit Grad Celsius oder Grad Fahrenheit, sondern 4 Strichel blau bis 4 Strichel rot. Und dazwischen drinnen ist sozusagen das ganze Temperaturspektrum, das die Klimaanlage abgeben kann. Ein nettes, uncharmantes Detail. Für ein Auto, das eigentlich, Hand aufs Herz, ein Billigauto ist, gibt es viele Ablagen, sinnvolle Ablagen, wo man 1,5 Liter Mineralwasserflaschen reinstellen kann. Es gibt eine Brillenablage. Es gibt eine Mittelablage, in die man ein ganzes Tablet reingeben kann. Also ich bin wirklich begeistert und das ist nicht gelogen. Und auch sonst ist der Tivoli ein Typ mit Handschlagqualität. 4 Scheibenbremsen, ESP, hochfeste Stähle in der Karosserie und jede Menge Airbags sind sinnvolle Ausstattungsfeatures. Nervende Assis, die oberlehrerhaft blinken und piepsen, werden einem Gott sei Dank gespart. Das mag ich an dem Auto. Ebenso interessant und sehr angenehm der 116 PS Common Rail Diesel. Der zieht den SsangYong an wie ein junger Hund an der Leine. Gut abgestufte 6-Gang-Handschaltung. Es gibt einfach nichts zu mosern. Die Lenkung hat 3 verschiedene Einstellmode. Das ist durch die Elektrohydraulik bedingt. Komfort, Normal oder Sport. Richtig große Unterschiede konnte ich nicht feststellen. Das ist jetzt Komfort. Dennoch ist es jetzt nicht so, dass ich mit einem Finger lenken könnte. Aber macht nichts. Die Lenkung ist in der Normaleinstellung super präzise. Also was will man eigentlich mehr? Unschlagbar ist der Preis. Wir haben hier eine mittlere Ausstattung, die kostet so rund um die 23.000 Euro. Und ich muss sagen, das ist ein Deal. Sie sollten sich den SsangYong Tivoli wirklich mal genauer anschauen. Und falls Sie jetzt sagen, da ist zu wenig Platz, es gibt auch ein Modell namens XLV, den kann man jetzt bestellen. Und der ist ein Tivoli mit Rucksack hinten dran. Und bei 720 Liter Kofferraumvolumen gibt es keine Ausreden mehr.
Der optionale Allrad ist natürlich die Trumpfkarte für Waldwege und winterliche Fahrverhältnisse. Ein Berganfahrassistent und eine 50-50-Sperre erweitern die Schlechtwegequalitäten des SsangYong Tivoli, der übrigens auch mit einem 128 PS Benziner und einer 6-Gang-Automatik lieferbar ist. Mehr über das überragende Preis-Leistungs-Verhältnis des Tivoli erfahren Sie aber bei einer Probefahrt. Das Autohaus Slavicek hält die Schlüssel für Sie schon bereit.